Hi zusammen, Florence hier. Es war einmal eine Frau, Madame Trophäa hieß sie. Sie lebte im schönen Straßburg in Frankreich. Eines Tages, es war ein ganz gewöhnlicher Sommertag, ging sie auf die Straße und begann zu tanzen. Das ist jetzt vielleicht für euch nichts Ungewöhnliches und auch ich fand das zuerst nicht so seltsam, weil ich selber leidenschaftlich gerne tanze. Aber wer hätte gedacht, dass das Saturday Night Fever nicht nur echt, sondern auch wirklich ernst zu nehmen ist? Denn Madame Trophäa hat nicht nur an diesem besagten Samstag, sondern wochenlang durchgetanzt. Und sie war nur die erste von Hunderten, die es ihr gleich taten. Solch eine Tanzwut in der Geschichte ist sogar mehrfach vorgekommen. Wie ist aber zu erklären, dass eine Menge völlig gesunder Menschen plötzlich verrückt zu werden scheint, bis nur noch die komplette Erschöpfung oder sogar der Tod sie aufhält? Über Madame Trophäa ist nicht viel bekannt, außer dass sie vorher nicht weiter aufgefallen war. Sie muss aber etwas an sich gehabt haben, das allein in der ersten Woche 34 weitere Menschen zum unermüdbaren Tanzen angestachelt wurden. Nach über einem Monat waren es Hunderte und das Ganze hat bis Ende August angehalten. Die Leute sprangen herum, kreiselten um sich selbst und das Tag und Nacht. Sie haben nicht mal für Essen oder Schlafen angehalten. Nur Übermüdung oder Schmerzen hat sie gestoppt und einige starben sogar vor Erschöpfung. Der Stadtrat hatte dann folgende Idee. Er dachte, man könnte Tanzen mit Tanzen bekämpfen. Er ließ dann eine Bühne aufbauen und Musik spielen. Das funktionierte aber nicht. Die Leute haben einfach weiter getanzt. Was dann aber letztlich doch half, die Menschenmenge pilgerte in die 40 Kilometer entfernte Saverne. Das ist eine kleine Stadt mit einer Kapelle vom heiligen Sankt Vitus. Die Tanzkranken mussten den Schrein in roten Schuhen ablaufen. Die Schuhe waren oben und unten mit einem Kreuz markiert und mit Weihwasser besprengt. Und so nahm der wochenlange Spuk endlich ein Ende. Das Ganze ging als Straßburger Tanzwut von 1518 in die Geschichte ein. War also vielleicht Besessenheit schuld daran? Der heilige Vitus oder Sankt Veit war ein christlicher Märtyrer. Er soll schon als Kind Wunder vollbracht haben und zum Beispiel den besessenen Sohn vom damaligen römischen Kaiser Diokletian geheilt haben. Auch heute wird er immer noch von gläubigen Menschen angebetet, zum Beispiel bei Krämpfen, bei Epilepsie oder Tollwut. Und er soll auch vor der Tanzpest, also der Tanzkrankheit, schützen. Bereits im 14. Jahrhundert soll es eine Gruppe von St. Veits-Pilgern gegeben haben, die ebenfalls tanzwütig waren. Und seitdem betet man bei der Tanzkrankheit zum heiligen Veit. Die Ärzte im Mittelalter hatten eine wissenschaftlich fundiertere Erklärung dafür. Sie glaubten, die Menschen hätten einfach heißes Blut im Kopf, also dass das Gehirn überhitzt gewesen sei. Aus heutiger Sicht ist auch das nicht besonders überzeugend. Inzwischen haben ForscherInnen ganz andere Theorien, vor allem die Theorie der Vergiftung. Damals gab es nämlich einen Pilz, der häufig Getreide befiel, der sogenannte Mutterkornpilz. Einer der Hauptwirkstoffe ist Ergotamin. Und Ergotamin ist sehr, sehr giftig. Es löst zwar nicht konkret Tanzen als Symptom aus, aber Muskelkrämpfe und Halluzinationen zum Beispiel. Mutterkorn kann auch die Muskulatur lähmen und zum Atemstillstand führen. Und sogar in größerer Menge zum Tod. Auf Basis von Mutterkorn wurde übrigens auch die Droge LSD entwickelt. Und Ergotamin wird heute bei der Behandlung von Migräneattacken eingesetzt. So eine Vergiftung mit Mutterkorn würde also als Erklärung immerhin dazu passen, dass Tanzepidemien, genau wie Getreidebefall mit Mutterkorn, schon mehrfach aufgetreten sind. Die Tanzepidemie in Straßburg mag zwar die berühmteste sein, aber es gab auch schon welche vorher, zum Beispiel 1347 in Limburg und 1463 im Eifelgebiet. Trotzdem bleiben immer noch Zweifel an dieser Hypothese. Stattdessen werden ganz andere Ursachen in Erwägung gezogen. Die basieren zwar immer noch auf Vergiftungen, aber dieses Mal soll kein Pilz schuld sein, sondern eine Spinne. Und hier kommen gleich mehrere Spinnenarten in Frage. Zum Beispiel die europäische schwarze Witwe. Die ist vor allem im Mittelmeerraum verbreitet und sogar bis nach China. Ihr Sekret besteht aus über 100 verschiedenen Proteinen, die zusammen wortwörtlich einen Giftcocktail ergeben. Das sind Neurotoxine, also Gifte, die die Nerven schädigen, und Hilfstoxine, die steigern die Wirksamkeit der Neurotoxine. Und auch Peptidasen, die für die Verdauung der Beute zuständig sind. Selbst die Eier der schwarzen Witwe sind giftig. Ein Biss von der europäischen schwarzen Witwe führt zu Schweißausbrüchen, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen und zu Muskelkrämpfen. Und das über mehrere Tage. Die Tödlichkeit für Menschen ist allerdings umstritten.
Wo aber kein Zweifel besteht, ist bei der Tödlichkeit für männliche Spinnentiere dieser Gattung. Die Weibchen verspeisen nämlich die Männchen nach der Paarung. Und deshalb werden die Spinnen ja auch schwarze Witwe genannt. Auch die Wolfsspinne oder Tarantel könnte ein möglicher Grund für die Tanzkrankheit sein. Auf ihr beruht die Redewendung, wie von der Tarantel gestochen. Ein Biss ist nämlich sehr schmerzhaft. Das Gift ist allerdings für uns Menschen nicht mit ernsthaften Folgen verbunden und schon gar nicht tödlich. Die Leute glaubten aber früher, dass man einen Biss von der Wolfsspinne mit Tanzen heilen könnte, also wenn man mittanzt, wenn jemand anderes gestochen wurde. Und daraus wurde dann der italienische Tanz Tarantella. Ihr seht, Erklärungsansätze gibt es wirklich viele. Und wie das Saturday Night Fever klingen die meisten daraus wie aus einem Film. Bei all diesen Erklärungstheorien und Versuchen über Besessenheit, toxische Pilze und am Ende doch nicht ganz so giftige Spinnenbisse gibt es jedoch eine mögliche Erklärung, die viel ernster und auch fataler ist. Es gibt nämlich eine Erkrankung, die schleichend und kaum merklich beginnt und immer tödlich endet. Chorea Huntington. Das ist eine Erbkrankheit, das bedeutet, sie entsteht durch Genmutationen. Dabei werden Nervenzellen im Gehirn abgebaut, die eigentlich für flüssige Bewegungsabläufe zuständig sind. Die Betroffenen beginnen meistens ab Mitte 30 Symptome zu entwickeln. Sie bewegen sich ruckartig, können das nicht kontrollieren und werden immer vergesslicher. Der Kopf bewegt sich so schleuderartig und der Gang sieht tänzelnd aus und die Menschen blinzeln häufiger. Wegen der tanzartigen Bewegungen wurde die Erkrankung früher auch Feisttanz genannt, in Anlehnung an den Schutzpatron. Mit der Zeit können die Menschen immer schlechter gehen, schlucken und sprechen mit unmöglich und sie entwickeln eine Demenz. Sie müssen dann meistens ins Heim eingewiesen werden und versterben nach etwa 15 Jahren nach Symptombeginn. Bis heute ist leider keine Heilung möglich, sondern man kann nur die Symptome lindern. Chorea Huntington ist aber eher eine seltene Erkrankung, was wiederum nicht zur Tanzsucht passt, bei der ja viele Menschen auf einmal betroffen waren. Und Chorea Huntington ist auch nicht ansteckend. Das macht also auch keinen Sinn. Gleiches gilt für Erklärungsversuche mit Epilepsie oder Schizophrenie. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, dass das eigentlich nur nach einem Flashmob klingt. Also, wenn Menschen plötzlich ohne erkennbaren Grund und scheinbar zufällig auf der Straße anfangen zu tanzen. Und Tanzen hat ja auch total viele positive Effekte. Es ist gut fürs Gehirn, wir schütten Glückshormone aus, es trainiert unsere Orientierung im Raum, Beweglichkeit, Konzentration und das Reaktionsvermögen. Aber so gesund Tanzen auch sein mag, zu viel kann auch unsere Gelenke, Knochen und Muskeln schädigen. Abgesehen davon kommt so ein kurzer Flashmob auch gar nicht als mögliche Ursache in Frage, da die Menschen ja nicht freiwillig getanzt haben bei der Tanzkrankheit, sondern wie unter Zwang. Die konnten gar nicht aufhören, auch wenn sie gewollt hätten. Bisher ist also die Ursache für die Tanzepidemien nicht geklärt. Ihr braucht euch jetzt aber keine Sorgen zu machen, wenn ihr tanzen wollt, dass ihr dann vielleicht nicht mehr aufhören könnt. Ohnehin kann ich euch nur empfehlen, also auch aus ärztlicher Sicht, dass ihr mehr tanzt. Warum? Das erfahrt ihr in einem anderen Video. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon tanzt und wenn ja, was. Bis zum nächsten Mal, eure Florence.